Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Star Trek Online. Heute gehen wir weiter in der Hauptgeschichte vom Krieg gegen die Herc. Also wir werden heute in den Gamma-Quadranten fliegen und mal schauen, was denn die Herc sind und was wir dort noch erledigen müssen. Es gibt aber auch noch Neuigkeiten. Es gibt nämlich einen Sommer-Event jetzt hier in Star Trek Online und es gibt noch einen weiteren Event. Und wir gucken uns einfach mal kurz die Events auch an, damit wir einfach mal wissen, was denn da so los ist, was man da so machen kann. Und ja, wir fangen mal mit dem Event an, den ich am wenigsten im Moment durchschaue. Das ist der Event rund um das Dominion. Also, wenn ihr mal einen neuen Charakter machen möchtet und Star Trek noch nicht gespielt habt, dann empfehle ich euch das jetzt im Moment. Jetzt könnt ihr im Moment hier so einen Dominion-Charakter erstellen. Ihr seht das auch hier leuchten. Und wenn wir das nehmen, dann seht ihr hier auch, es ist im Moment Jem'Hadar-Rekrutierung. Und das bedeutet, noch 17 Tage und 23 Stunden ist dieses Ereignis aktiv. Wenn ihr in der Zeit einen Charakter im Dominion erstellt, einen neuen Charakter erstellt und den dann spielt, dann könnt ihr accountweite Belohnungen verdienen. Was da für Belohnungen bei rauskommen, das habe ich leider auf keiner Internetseite mehr gefunden, außer aus einer von 2019. Es gibt aber alles Mögliche, also das von Dienstoffizieren bis alles Mögliche. Wir gucken mal gleich im Spiel, ob man noch mehr sieht, aber einfach nur für euch. Wenn ihr das Spiel jetzt mal anfangen wollt und das Dominion kennt, Deep Space Nine kennt und so weiter, dann lohnt es sich jetzt, dort einen neuen Charakter zu machen. Aber das richtige Event, was im Moment das Sommer-Event ist, was im Moment noch etwas wichtiger ist, das gucken wir uns jetzt an. Das ist nämlich der Vergnügungsplanet Risa. Vielleicht kennt ihr den ja aus der Serie. Da macht die Mannschaft immer ein bisschen Pause und ihr hört schon im Hintergrund hier gute Musik laufen. Es gibt einige Belohnungen, es gibt T-Shirts, es gibt hier, also im Spiel jetzt natürlich, es gibt hier ein Lolund, ja, also ganz interessanter, einen transzendierenden Tribble, den habe ich auch schon. Ja, es gibt also verschiedene Pets und die könnt ihr hier bekommen. Ja, das ist halt die eine Sache. Die andere Sache ist, man kriegt auch einen T6 Cruiser, ein Raumschiff, ja. So, und dann sind wir auch schon wieder im Spiel hier. Ich bin hier gerade auf Risa und ihr seht gerade, hier geht es schon richtig zur Sache. Die Leute sind hier schon alle. So, die Leute sind hier alle schon voll auf Risa-Festivalität eingestellt. Da hinten ist eine Tanzfläche, da muss man tanzen. Da seht ihr den Kreuzer, den wir kriegen können. Wir können aber auch jetzt rumfliegen. Es gibt nämlich auch so einen, wie nennt sich das? Ein Flugapparat. Und dafür gibt es auch eine Quest. Die können wir jetzt annehmen, weil das Wichtige ist natürlich, dass man hier die täglichen Aktivitäten macht. Wir gehen also hier auf Missionslogbuch. Und dann gibt es hier Ereignisse. Das eine ist die Kampagne. Da habe ich schon zwei von verpasst, weil ich da einfach nicht online war. Und darum kann ich diese Kampagne jetzt nicht weitermachen. Auch diese Lobby-Laden oder diese Aufkauf von mit Zen, dass ich die nochmal spielen könnte oder so, geht halt nicht. Habe ich halt einfach nicht so viel Währung. Aber es gibt dieses Sommerfestival. Und da seht ihr schon, wenn man 20 Tage, ja, jetzt im Spiel einmal eine Aufgabe hier macht, dann kriegt man dieses Raumschiff. Ja, ihr seht auch hier, Riesen Luxury Cruiser, ja, was der Cruiser dann ist, auf Englisch leider. Im Moment ist halt alles noch auf Englisch. Ne, aber ihr seht dann hier, was er hat. 4 Waffen nach vorne, nach hinten, ne, wie viele Device-Slots er hat, wie viele Brückenoffiziere und so weiter. Generell möchte ich einfach mal ein T6-Schiff haben, weil ich habe bis jetzt noch keins. Und das bedeutet für mich, jetzt jeden Tag hier ein bisschen was erledigen in Risa. Und da kann man zum Beispiel eine Tanzparty mitmachen, man kann Flugaktionen mitmachen und so weiter und so fort. Und bei den Flugaktionen gucken wir jetzt mal, ob ich die jetzt wieder kriegen kann. Das nämlich hier mit dem Ereigniskoordinator. Hochfliegen, von vorne beginnen. So, jetzt haben wir die wieder. Ne, und jetzt muss ich hier bei dem anderen, bei dem Floaterverkäufer,
mir so einen Floater kaufen. Ja, ich könnte mir jetzt auch hier schon einen schwarzen oder einen blauen kaufen, weil die 50 habe ich schon, die Lolut Gunst. Ich behalte das jetzt aber erstmal und kaufe mir erstmal so den normalen Floater. So. Und jetzt einen Floater aktivieren. Ne? Also ist gar nicht so schwer, was wir hier machen müssen. Jetzt haben wir also diesen Floater hier. Das hier ist übrigens der transzendierende Tribble. Nur so zur Info, ne? Damit ihr den auch mal gesehen habt. Ich kann den auch mal ausrüsten. Dann könnt ihr auch mal sehen, was der so kann, wenn man den anklickt. Moment. Der Überlaufbeutel nervt gerade so ein bisschen. Hier unten ist der Tribble zu sehen. Ich kann den jetzt also hier mal drücken. So. So sieht ein transzendierender Tribble aus. Aber im Moment habe ich lieber meinen Kampfhoter hier, meinen Hochter. Den kennt ihr vielleicht auch aus der Originalserie. Das ist so ein ja, Magma-Wesen, der angreift. Der angreifen, also mitkämpfen kann. So, und jetzt habe ich den Floater hier. So, und jetzt aktualisiert sich die Quest. Wir sollen Strecken abschließen, steht hier oben. Ja, also abgeschlossen 0 von 3 Strecken. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die Strecken so sind und wie schnell das geht. Und dann hat man schon die tägliche Sache abgeschlossen. Also einfach für alle, die das K6-Schiff haben wollen, die da unten nicht 10 Minuten lang tanzen möchten, weil da unten ist so ein Tanz angesagt, da muss man relativ lange tanzen, oder die diese Hoter nicht jagen wollen, oder die Artefakte nicht suchen wollen, oder das Powerboat-Rennen nicht machen möchten. Das kommt erst immer zu einer bestimmten Zeit, ihr seht das hier. Aber dieses Fliegen kann man immer mal machen. Und dann fliegt man einfach hier den Weg lang. Ja, das ist also das erste jetzt hier, wo ich lang fliegen soll. So, und das ist alles relativ einfach, ne? Easy durch die Tore fliegen. Ist jetzt nichts Kompliziertes. Man muss keine Zeit einhalten. Also, soweit ich das mitbekommen habe. Man muss nicht irgendwie, genau, boosten und dann wieder irgendwie was Besonderes machen. Man kann auch mal daneben fliegen und dann wieder zurückfliegen. Also, ganz gechillte Aktion. Ich hoffe, die werden die nicht schwieriger machen jetzt über die nächsten paar Wochen. So, und das war's schon. Das war schon Strecke abgeschlossen 1. Ne? So schnell geht's. Und jetzt können wir uns die nächste Strecke aussuchen. Die ist schon da vorne. Da leuchtet sie auch schon. Ne? Wir müssen einfach hier ein bisschen was über den Planeten Risa fliegen. Jetzt seht ihr auch mal Risa von oben. Ne? Ist richtig gechillt hier alles. Ich mache das alles für dieses Raumschiff. Einfach 20 Tage rumfliegen und dann dieses Raumschiff bekommen. Das ist doch cool, oder? Also ich finde das gut. Mal gucken, ob es auch klappt. Also ob der jetzt heute wieder die tägliche Belohnung annimmt, wenn wir die 3 Rennen geschafft haben. So, das ist jetzt das 2. von 3. Ne, geht also relativ zügig. Ihr seht, hier muss man die Rennen... Oh! Hallo, Opa Rainer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hat noch gar nichts gesagt und erschreckt mich schon. Mit einem Boom und mit 75-Bit-Spende hier von Opa Rainer sofort am Anfang vom Stream. Vielen Dank dafür. Und ihr seht schon, es gibt hier bei mir auf dem Kanal Steam-Stickers. Damit könnt ihr Bits spenden. Ihr könnt aber auch cheeren, die Bits von Twitch. Ihr könnt auch den Soundmanager nutzen. Da kann man auch Bits nutzen. Also dann habt ihr hier ganz viele Möglichkeiten, mit mir zu interagieren und Geräusche zu machen. Ah ja, jetzt haben wir hier schon... So, die letzte und damit haben wir 2 von 3 Strecken. Ne? Schließen Sie 3 Kurse ab. So, jetzt suchen wir uns den nächsten, der ist da unten und dann haben wir es schon geschafft. Also innerhalb von ja, fast 10 Minütchen, höchstens 10 Minütchen pro Tag, hat man dann wieder die tägliche Belohnung soweit fertig. So, dann versuchen wir das jetzt auch hier. Hier müssen wir ein bisschen mehr um die Ecken fliegen. Ist ein bisschen wie Achterbahnfahren, manuell gesehen oder so. Genau. Und genau, wenn ihr dann cheeren möchtet, so mit diesen Bits, dann könnt ihr auch in meine Top-Cheerer-Liste, ewige Top-Cheerer-Liste, Opa Rainer ist da auf dem ersten Platz. Und ihr habt die Möglichkeit, dort auch noch Plätze zu kriegen. Da sind nämlich noch 2 Plätze frei in der Top 10. Also mit einem Bit seid ihr schon dabei. Cheeren hilft euch auch, für Gari-Punkte zu sammeln. So, und das war's schon. Ne? Wir haben es geschafft. Verbleibende Zeit hochfliegen ist erledigt, zum Tanzkoordinator zurück
Und das machen wir jetzt. Soweit ich weiß, ist es sogar schon soweit. Nee, ist noch nicht. Die Quest müssen wir schon noch abgeben. Das ist klar. Genau, aber die Gari-Punkte, die er dann auch für so ein Bit bekommt, das sind dann nochmal 250 oder 350 Gari-Punkte, die können er dann in die Herausforderung stecken, die diesen Monat läuft. Für 150.000 Gari-Punkte werde ich auch im August Samstag streamen, in der richtig heißen Zeit. Also heiß viele Punkte einsetzen und dann werde ich auch Samstag streamen im August. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der Tanzkoordinator rumsteht. Der ist eigentlich da hinten. Eigentlich ist das gar nicht der Tanzkoordinator, weil der Tanzkoordinator steht eigentlich immer hier auf der Tanzbühne. Aber es ist halt einfach der Eventkoordinator. So. Zack, und da sind wir auch wieder. Sind wir ein bisschen durch die Gegend geflogen. Und Ereigniskoordinator, so müsste es heißen, ne? Zum Ereigniskoordinator zurückkehren, aber so ist das mit den Übersetzungen. Und dann kriegen wir wieder 50 Lululand Gunst. So, und den eintäglichen Fortschritt Sommerereignis. Ja, so, jetzt gucken wir uns das an. Hier bei den Ereignissen. Und jetzt haben wir schon das zweite erledigt. In 20 Stunden können wir wieder. Also jetzt kann man nicht den Balken weitermachen. Ja, wir kriegen den Balken nicht weiter voll. Also erst wieder jetzt nächster Tag, nächstes Glück. Also auch hier sowas wie eine tägliche Belohnung, wie bei Elder Scrolls Online. Fürs tägliche Einloggen, für täglich diese Quest zu erledigen, kriegen wir am Ende einen Cruiser. Ich hätte Spaß dran. Ich hoffe, ich schaffe das. Aber das mit dem täglichen Einloggen, ja, heute habe ich schon wieder noch nicht bei Elder Scrolls eingeloggt und da gibt es auch einen Schreckensvogelküken. Da müsste ich also auch jeden Tag einloggen. Also die Spiele versuchen schon einen zu binden und auch Star Trek hilft da kräftig mit. Ja, also mischt da kräftig mit. Die machen das also auch. Ja, ansonsten könnten wir aber auch noch tanzen dort hinten. Und hier gibt es dann auch noch andere Verkäufer. Die sind natürlich auch ganz interessant, weil die sind auch alle für den Riesa-Event. Ja, hier laufen auch schon viele rum. Ihr seht es im Bikini, weil es einfach so weit ist, dass man jetzt im Bikini rumlaufen kann. Und die hat hier sogar ein bisschen gecheatet. Seht ihr auch, ne? Da war kein Bikini mehr angezogen. Ja, das gibt's auch, wie es aussieht hier. Manche cheaten hier im Spiel, ne? Oder cracken das Spiel. Hier die Dame ist ein bisschen gruseliger angezogen, so ein bisschen Emo-mäßig. Ja, auf jeden Fall ein bisschen kompliziertes Spielchen, wenn man zu viel am Strand ist. So, aber ihr seht jetzt hier Transzendenter Tribble oder nicht kämpfender Begleiter, Risianischer Karkakel. Ne? Jetzt kann ich also schon hier einen anderen Begleiter kaufen für die 100. Ich könnte aber auch demnächst noch mehr andere Sachen kaufen. Hier Auswärtsspiel, Heimspiel, ne? Noch ganz viele andere Sachen kaufen, Kleiderkisten, also dass ich was anziehen kann. Und das ist halt schon ganz schön, dass man hier für diese verschiedenen Währungen jetzt hier auch was kaufen kann. Ne? Diese Floater habt ihr eben schon gesehen, ne? Dass man auch diese Fluggeräte hat. Wir könnten aber auch ein Surfboard kaufen, da habe ich aber schon so viele von, ja, mit 50. Das hier ist Miete, das hier ist richtig Kauf. Ne? Also das ist der Unterschied. Und dann sind hier die ganzen Badebekleidungen drin, weiblich, Shorts und ne, alles Mögliche. Dann kann man sich ganz viel umziehen. Irgendwann hole ich mir vielleicht so einen männlichen Einteiler irgendwie, keine Ahnung, hier Boardshorts oder so, wenn ich 500 von den Gunst habe. So, also auch hier Events mit verschiedenen Items und wollte ich jetzt was kaufen oder nicht? Moment, ich muss nochmal gucken. Ja, hier den nicht kämpfenden Begleiter, den kaufe ich mir jetzt einfach mal. So, dann gucken wir uns doch mal an, was das für einer ist. For a limited time only, I will be awarding bonus favors to anyone who comes help me locate temporal artifacts. So, da ist er. Auch transzendent, ne? Hier so ein Pet. Und wenn ich das jetzt verwende, da ist es. Seht ihr das? So schnell kriegt man hier ein Pet. Also das waren jetzt 2 Tage Aktion, ne? 2 Tage was tun. Und schon habe ich hier ein weiteres Pet, ne? Also am ersten Tag hatte ich den Tribble mir geholt. Ja, okay, dann sind es ja eigentlich... Ich habe aber erst 2 Tage gespielt, aber den Tribble konnte ich mir auch schon leisten. Also ich habe jetzt einen Tribble und dieses schöne rosa-blaue Kätzchen oder was es sein soll. Ne? Und da muss man sagen, ihr geht schneller mit Pets. Ne? Also wenn ihr hier Pets haben wollt, ist es ein ganz gutes Spiel für Pets zu bekommen. So,
Jetzt aber genug mit Pets rumgelaufen. Jetzt machen wir wieder ein bisschen mehr Sinnvolles. Jetzt machen wir nämlich die Geschichte. Und hallo Miramis. Ich weiß gar nicht, habe ich dir schon Hallo gesagt? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oberreiner ist schon da, Miramis ist schon da. Dann sind die meisten ja schon hier, die wichtigsten sozusagen. Die anderen weiß ich nicht, wer da ist. Ja, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, dann seid ihr auch wichtig. So, okay. Den nehmen wir jetzt mit, der ist süß. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, welche Mission wir heute machen. So, ach so, ja, dieses Gamma-Rekrut, ne, das ist dieses Jem'Hadar. Charaktere, die in diesem Zeitraum erschaffen werden, werden als Gamma-Rekruten eingestuft und haben Zugriff auf Boni und zusätzliche Aufgaben. Das ist aber alles, was da steht, ne? Wir wissen halt nicht, was die Boni sind. Das Riesa-Event machen wir gerade, aber was man da bei dem Gamma-Dominion-Event bekommt, ich kann es nicht wirklich sehen, weil hier das ist der Patch. Ja, da wurde erklärt, was für neue Episoden drin sind, aber nicht, was dieses Gamma-Event ist. Naja, schade. Ich habe nichts darüber gefunden im Internet, also wissen wir erstmal nicht, was passiert, wenn wir Dominion spielen. Aber ihr könnt es ja ausprobieren, hier, gerne. Das Spiel ist ja Free-to-Play, also ihr könnt das ja auch auf einer Konsole spielen. Das gibt es ja, soweit ich weiß, auch für PlayStation und Xbox. Also man kann das ja echt überall mal ausprobieren, wenn man ein bisschen Star Trek-affin ist. Wenn man ein bisschen Spaß an Star Trek hat und an Science Fiction natürlich. Okay, wir sind jetzt bei Episoden. Wir sind jetzt also wieder im richtigen Spiel, in der richtigen Storyline und sind mittlerweile hier unten beim Gamma-Quadranten. Und hier ist ein Krieg gegen die Herc. Die Herc sind sowas wie, ich weiß nicht, ob ihr Starship Trooper den Film kennt, sowas wie Bugs. Ja, also sowas wie irgendwelche, wie soll man es sagen? Irgendwelche Käfer. Ja, also die laufen rum und sind aber intelligente Käfer. Von daher müssten wir mal schauen, ob wir mit denen nicht vielleicht irgendwie mal eine Freundschaft schließen können, weil diese Käfer sind so böse geworden, weil die Gestaltwandler aus dem Gamma-Quadranten, ja, ihr kennt es vielleicht, die Anführer des Dominions sozusagen, die Gründer, so heißen sie, ein bestimmter Gründer, diese Herc sauer gemacht hat. Der hat also an denen rumgeforscht und hat die dazu gebracht, dass die jetzt alle möglichen Welten angreifen. So, da sind wir dran. So weit sind wir von der Geschichte her. Und jetzt sind wir in der letzten Quest. Wir haben in den einigen letzten Streams schon die restlichen alle gemacht. Also heute schließen wir den Gamma-Quadranten ab. Die Geschichte um den Krieg hier. Der Herc-Schwarm nähert sich der Heimatwelt der Gründer. Und die Konsequenzen der jahrzehntelange Spionage durch die Gründer wird endlich aufgelöst. So, also heute sehen wir die Heimatwelt der Gründer, da wo die alle rumglibbern. Das sind ja Gestaltwandler, das ist ja so sozusagen eigentlich nur so Schleim. So sind die nun mal auf dem Planeten. Und genau, da sind die in einer riesen Masse zusammen und dann trennt sich aus der Masse immer so die ein oder andere Entität raus. Und das ist Odo zum Beispiel, mit dem wir jetzt reden werden. Das ist auch ein Gründer. Impersa, the homeworld of the Founders, is under attack by the Herc. This is our darkest hour. If Impersa falls, the Dominion will come to an end. I'm asking you to join in the defense efforts as soon as you can. A task force will assemble at my fleet's location in the Gamma Quadrant and warp to Impersa from there. Remember, if we fall, the Alpha Quadrant is next. It's time to make a stand. I hope you'll join in the fight. So, das ist hier im Spiel immer, dass die Sprachausgabe auf Englisch ist, aber der Text auf Deutsch. Da gibt es jetzt auch wieder eine neue Änderung bei ARK, also die das Spiel publizieren. Die bringen jetzt zum Beispiel in Zukunft die News nicht mehr auf Deutsch. Also man merkt schon, der Support auf Deutsch und ja auch der Support für das Spiel, der scheint so ein bisschen eingeschränkt zu werden, weil jetzt demnächst halt auch nur noch die Nachrichten auf Englisch. Hauptsache, sie werden das Spiel noch auf Deutsch übersetzen. Die scheinen wohl einen Community Manager zu wenig zu haben für Deutschland oder so. Naja, so ist es halt. Umso älter so ein Spiel ist, umso weniger Support kriegt es natürlich. Und
Obwohl, bei WoW geht es ja immer noch, aber trotzdem, es gibt Spiele, die irgendwann zumachen. Ich hoffe, das wird nicht so schnell hier passieren, weil das ist nochmal ganz gut besucht, das Star Trek Online. So, ich hoffe, Sie schließen sich ihnen an. Also wir wollen jetzt hier mit zur Heimatwelt Empersa. Falls ihr noch nicht wusstet, wie die Heimatwelt der Gründer heißt, jetzt wisst das. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir da auch hinkommen. If you'll excuse me. Wir transwarpen einfach dahin, da kann man ganz schnell hinwarpen. Und dann sind wir schon im Gamma-Quadranten bei Odo. Sehr gut. Und dann können wir die Geschichte weiterspielen. Nach Risa können wir immer noch zurück, ne? Am nächsten Tag. Da, den habe ich schon. Wie schnell das jetzt ging, ne? Wie cool. Da habe ich schon dieses Caracal-Pad oder wie es heißt. Naja, egal. Und den Tribble. So, jetzt sind wir da. Seid ihr bereit für die Geschichte nach Hause mit Odos Flotte auf zum Heimatplanet des Dominion? Für euch kurz zur Info, das ist der Gamma-Quadrant. Der Gamma-Quadrant ist hier oben in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie. Ja, und hier ist der Beta-Quadrant, da ist die Erde hier in der Ecke und hier ist Deep Space Nine, Alpha-Quadrant. Ja, also wir sind im Weltall unterwegs, nur so zur Info. Und hallo Aidan, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's weiter mit der Geschichte hier. Auf geht's nach Hause. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Empersa von außen aussieht. Previously on Star Trek Online, the Dominion as you know it is on the verge of collapse. Without your help, the Herc will win the war of attrition. What's happening? Yes, Garrett, I found your mysterious widget. What is it exactly? It's not Karemin tech. I found a similar device on Bajor. These devices call the Herc, and we put them there. The other founders are hiding things from me. Odo, look out! Hold your fire. I think it's trying to communicate. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother. Otherwise, we're doomed. The Sword of Kalis has promised. Once again, the House of Quark delivers. Martok will be pleased. You found a secret I've kept for millennia. The origin of the Herc infestation. And you're rolling it. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow it. As we speak, every Herc in the Quadrant is homing in on the signal. And now the conclusion. I arrived here ahead of you, and I've already engaged the Herc near the planet. You've made your point, Garak. Deactivate the Herc lure device you placed on the homeworld before this gets out of hand. Einverstanden. Bringen Sie es jetzt zu Ende. I'm afraid that's the problem, Ambassador. I deactivated it several minutes ago. Then why are the Hercs still attacking? Don't play games with me here, Garak. I'm warning you. Counselor? Perhaps they're still attacking due to a deep hatred of your people. After all, the Founders are directly responsible for their state of mind, body and soul. I can't say I blame them for... So, kurze Zusammenfassung. Ihr habt es gerade auf Englisch gehört. Ihr habt ja gesehen, was alles passiert ist. Ja, die Herc wollten mit uns reden. Aber dann kam wieder einer vom Dominion, ja, hier und hat sie dann erschossen. Und die sind einfach sauer aufs Dominion, ja, auf die Gründer. Und von daher ist es jetzt schwierig, die davon natürlich zu überzeugen, dass sie nicht mehr angreifen sollen. Also die Käfer zu unseren Freunden zu machen. Mal gucken, ob das klappen wird. Auf jeden Fall, Garak hat dann diesen Fußball, den er da gesehen hat. Das ist so ein Unlock-Device, ne, so eine Lockfalle für die Herc. Hat das hier auf den Planeten von den Gründern gebracht. Ja, und darum wissen die Herc jetzt, wo die Gründer sind. Und jetzt ist natürlich hier total der Krieg. Und mal gucken, ob ich das schaffe, hier zu helfen. Ich bin echt gespannt, ob das klappt. Und der Ei dann fragt, ob ich Hilfe dabei brauche. Brauche nicht, aber ich würde mich freuen, wenn du hilfst. Also wir können gerne, wenn du helfen möchtest, kannst du gerne mit in die Gruppe. Muss ich da nochmal rausgehen? Ja, ich glaube ja. Ne? Ihr habt schon gesehen, in der Zusammenfassung war kein deutscher Untertitel drin. Manche Cutscenes haben Untertitel, manche nicht.
Und ja, damit wir das hier auch auf jeden Fall schaffen, würde ich sagen, nehmen wir Aidan auf jeden Fall mal mit hier. Ich gehe nochmal kurz raus. Ich glaube, man muss ja kurz raus aus der Mission nochmal gehen. Dann können wir uns noch einmal kurz den Intro-Film angucken. ja, ich muss rausgehen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier raus? Möchten Sie das System verlassen? Ja. So. Und dann warpen wir mal weg. Tschu. Geil, ne? Ach, ich liebe Star Trek. Viel besser als Star Wars. So. Also, wenn Aidan jetzt mit dabei ist, starten wir das Ganze ja nochmal. Dann werden wir die Herc hoffentlich erledigen. Schwierigkeitsgrad irgendwie kann man übrigens auch einstellen bei der Mission. Man kann auch schwerer einstellen, wenn man mehr Belohnung will. So, und da ist er auch schon. Will ist da. Wunderbar. Aidan macht mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach rein. Ne? Wenn er schon in der Gruppe ist, müsste es ja gehen, theoretisch. Ich habe noch ganz kurz hier meine Admiralität. Moment, ich hole mal gerade die Belohnungen hier von meiner Admiralität. Ferengi-Allianz auf 8. Ja, was ist das hier? Ja, ein bisschen schwierig zu beschreiben, was das hier ist. Das ist so ein bisschen wie Gefährten bei Elder Scrolls wegschicken, um sie zu leveln oder so. Das gibt es in manchen Spielen, dass man so passiv die Sachen leveln kann. So, und jetzt gehen wir nochmal rein. Noch einmal gucken und dann geht's los. Previously on Star Trek Online, the Dominion as you know it is on the verge of collapse. Without your help, the Herc will win the war of attrition. What's happening? Yes, Garrett, I found your mysterious widget. What is it exactly? It's not Karemin Tech. I found a similar device on Bajor. Das ist der Köder. These devices called the Herc, and we put them there. The other founders are hiding things from me. Odo, look out! Hold your fire. I think it's trying to communicate. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother. Otherwise, we're doomed. The Sword of Kalos has promised. Once again, the House of Quark delivers. Martok will be pleased. We've found a secret I've kept for millennia. The origin of the Herc infestation. And you're Roland. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow it. As we speak, every Herc in the Quadrant is homing in on the signal. And now the conclusion. I arrived here ahead of you, and I've already engaged the Herc near the planet. You've made your point, Garak. Deactivate the Herc lure device you placed on the homeworld before this gets out of hand. Also Garak soll's ausschalten, tut aber nicht. I'm afraid that's the problem, Ambassador. I deactivated it several minutes ago. Doch, hat es schon deaktiviert, okay. Then why are the Hercs still attacking? Don't play games with me here, Garak. I'm warning you. Tja, warum greifen sie noch an? Perhaps they're still attacking due to a deep hatred of your people. After all, the Founders are directly responsible for their state of mind, body and soul. I can't say I blame them for... Sie sind noch sauer auf die Gründer. Die Herren... Enough, both of you. We don't have time for this. There's bigger problems to deal with here, starting with that swarm of Herc vessels nearby. Okay, Captain Kira hat ein gutes Argument. Ich glaube, wir sollten mithelfen. Agreed. My fleet is already engaged near the planet, but Herc reinforcements keep arriving. Try to punch through the swarms, so we can join up. Sehr gut, Steuermann. Bringen Sie uns doch rein. Sehr gut. We may be needing your solution to this problem soon. Ich schicke noch kurze Schiffe weg. Moment. So, mittlerweile habe ich mich um mein Schiff ein bisschen gekümmert. Wenn das Spiel jetzt zu laut ist, schreibt es in den Chat. Ich glaube, das Spiel ist jetzt zu laut. Moment. Schreibt es in den Chat, wenn das Spiel zu laut ist, ne? Also, ihr sollt mich ja noch verstehen können.
Ich habe mein Schiff jetzt mit Hilfe von Eidern und mit Hilfe von noch jemand anderem verbessert. Und ihr seht, mit Eidern klappt's. Ah, da kommen noch weitere Schiffe der Föderation. Sehr gut. Vielleicht kommen ja auch nachher die Klingonen helfen. Falls ihr mal mein Schiff sehen wollt, mittlerweile habe ich halt hier unten Crit drin. Also ich habe hier Konsolen drin, Stufe 14 jetzt. Und die haben sogar kritische Trefferchance drauf. Die hatte ich bis jetzt noch nicht zum Beispiel. Jetzt habe ich also über 3 oder 4% mehr kritische Trefferchancen. Und ich habe neue Waffen an Bord und weiß jetzt, dass ich immer von der Seite angreifen soll. Ne? Weil wenn ich hier mal auf die Waffen gehe, dann sieht man immer, in welche Richtung die schießen hier. Und am besten ist man immer seitlich, so wie bei den Piratenfilmen, kennt ihr das ja. Schiffe greifen nicht von vorne an oder von hinten, sondern seitlich. Weil Kanonen einfach an der Seite sind. Hier sind es aber Laserbänke. Aber alle diese Waffen hier unten, die gerade hier blitzen. Oh, ich bin mitten reingeflogen in die Feinde. Das war jetzt einfach nicht so gut. Und ich habe überhaupt nicht mich gekümmert, dass ich auch mal hier meine Schilde einsetze und so. Boah, ist das laut. Also für mich ist es laut. Wenn ihr mich versteht, alles gut. Ja, eine weitere Herc-Welle. Da ist die Quest, ne? Braucht nur drauf zu gucken, was wir gerade machen müssen. Ich habe eigentlich gar nichts benutzt im Moment an Skills. Und ihr seht ja, dadurch, dass Aiden dabei ist, klappt das hier gerade sehr gut, weil ich benutze keinen Beta, keine Alpha, keine Flottenunterstützung, gar nichts. Und es läuft einfach. Jetzt mache ich mal was. Oh, oh, oh. Da haben wir aber großen Was war das denn jetzt? Die waren alle auf mir. Okay, da konnte ich jetzt nur fliehen. Da war ich jetzt zu langsam mit dem Fliehen hier. Ist natürlich schon heftig, wie die hinter mir her waren jetzt. Also aber ich bin halt so attraktiv. Haha, nee, ist klar. Ich glaube, das war schon wieder das nächste Ink. Ich weiß nicht, ob ich Habgier oder Bedarf habe. Ich habe Habgier, keine Ahnung. So, Gegenstand nehmen. So, Odos Ruf. Weiter geht's. Ja, Odos Schiff hat überlebt, das ist gut. Julian Bashir, der Doktor von Deep Space Nine, Wissenschaftler. Enable the Herc to synthesize the compound they need to come to their senses. I've also put together a core sample of the compound for them to utilize in mass production. That is the easy part. Okay. Herc-Zusammensetzung synchronisiert, um wieder zu Sinnen zu kommen. Gucken wir mal. And the hard part? What do you need to make this happen? From what we've learned about the Herc, the best way to make this happen will be to enter the data into one of their core computer systems. It'll need to be a command level system with fleet-wide override authority. Systems of that caliber are only found on Herc Dreadnoughts. Okay, wir sollen auf Herc Dreadnoughts drauf, in den Hauptcomputer rein. Das ist mal heftig. Die bestgeschützten Schiffe ihrer Flotte. There's a Herc Dreadnought heading toward the planet as we speak. It's slow. So we should be able to intercept it. I recommend we engage that ship and disable it, if possible. We'll need to get a team on board to carry out Julian's plan.
Okay, Team an Bord gehen. Die sind immer noch an mir dran. Was ist denn hier los? Eklige, komische Schwärmer hier. Jetzt müssten sie aber langsam weg sein. So, wir möchten also auf ein Schiff drauf. Wo ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Ach, das ist das. Ach, auf dieses Hörk-Schiff wollen wir drauf. Okay, verstanden. Na dann, drauf da, oder? Bevor Verstärkung kommt. Dann beamen wir mal. So. Will nimmt Rupert mit. Ich, oh nee, wir sind gerade noch am Rumprobieren. Okay. Ja, drei Kämpfer, ein Heiler, ein Techniker. Kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Ich glaube schon. Auf geht's. In das Hörk-Schiff rein. Jetzt wird's mal interessant. Wie sieht das denn von innen aus? Obwohl, wir waren schon auf einem Hörk-Schiff. We'll need to find their central computer core. Once we're there, I'll begin the override process that will allow us to transmit our data on the cure. When that's done, we can instruct each ship in their fleet to replicate the cure and distribute it to every Hörk on board. Of course, we need to reach the command center in one piece to do so. Okay, dann räumen wir mal den Weg frei, oder? Sieht gut aus hier, ne? Das finde ich ja so cool, ne? Also auch eben die Zusammenfassung. Es ist wie eine Serie im Fernsehen. Also wenn ihr Star Trek als Serie guckt im Fernsehen, das hier, das ist richtig gut. Das könnte auch als Serie im Fernsehen sein. Das mit echten Schauspielern wäre doch coole Story, oder? Ich finde schon. Ich müsste auch mal meine ganzen Sachen holen, die mir Ei dann gegeben hat. Hier die Drohne zum Beispiel. Vielleicht sollte ich da mal früher dran denken. Großes, fieses Vieh. Aber tot. Haha. Sehr gut. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Oh ja, hier sind auf jeden Fall einige Gegner auf dem Schiff. Na dann, mal ran. Kontrollzentrum. Okay, das war jetzt eher was für Nahkampf. Ich weiß nur nicht, warum ich jetzt gerade nicht schieße, aber irgendwas stimmt gerade nicht. Jetzt aber wieder. Ups. Läuft. Ja,
Den kriegen wir auch down. Ihr seht schon, wir sind hier voll das Riesenteam, ne, mit Jem Hadar und allem drum und dran. Aber es sind ganz schön viele von den Bugs, von den Herc, die wir wegbratzen müssen. Aufseher ist auch weg. Haben wir jetzt alle? Mann, 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 was ein Stress. Ja, sieht gut aus. Wir können weiter. Will läuft da vorne schon. Will zum Ende kommen. Dann mal los. Oh, ui. Ich bleib, glaube ich, ein bisschen zurück. Das sieht gefährlich aus. Ein bisschen Unterstützung rufen und dann geht's doch, kriegen wir hin. Ah, der ist aber dick. Alle weg, alle weg. Stell mal Krimskrams aufsammeln. Und eigentlich bräuchten wir den Nebenraum da jetzt nicht, würde ich sagen. Oh, das sieht doch nach einem coolen Computerkern aus. Na, kriegen wir ihn geknackt? Eieiei. Hm, den Kontrollraum aufräumen. Mhm. Ich lasse meinen Horter auch mitkämpfen. Schieß doch mal. Ach, ich habe Autoschuss an, darum. Das ist aber auch ein Vieh, oder? Mann, Mann, Mann. Und immer mehr von den Käfern. So, der ist tot, der Aufseher. Aber ganz schön viel Krimskrams hier. Ich glaube, wir haben geräumt.
Ja. Meine Mitglieder sind zwar gestorben, der Gruppe, außer Will natürlich, aber das passiert schon mal. So, jetzt gehört uns der Computerkern hier. Excellent work. It's time for Loris and I to finish this. Keep your weapons handy, however. We're breaking into a secure computer system here. The Herc are bound to take offense. Keep them busy while we do our work, or this will be a wasted trip. Okay. Die Herc werden, glaube ich, den Computer verteidigen. Na dann, auf geht's. Da steht der Computerfortschritt. Jetzt müssen wir ran hier. Wo ist denn noch einer nach da unten? Ja, die gehen drauf, das ist gar kein Problem. Die kriegen wir locker platt. Also ihr versteht mich alle, ja? Das ist alles so gut. Das Spiel ist nicht zu laut für euch. Dieses ganze Gekreische von den Bugs geht alles, ja? Super, Aidan versteht mich. Das ist die Hauptsache. Der kämpft nämlich mit. Der muss es verstehen. Ist auch lustig. Hier meldet sich gerade ein Freund von mir an. Blair Roth heißt der. Der ist schon seit Dark Age of Camelot. Also seit 2002 in der Gilde. Da waren wir halt in Dark Age of Camelot zusammen unterwegs. Und jetzt spielt der Star Trek Online. Andere spielen Elder Scrolls, andere WoW. Ist halt krass, wie sich alles am Anfang ins Dark Age of Camelot zusammengefunden hat und wo sie sich jetzt überall hin verteilen, so die Leute. Das ist echt schon krass. Manche spielen Star Wars The Old Republic. Tja, sind halt schon 19 Jahre her. Die Gildengründung. Boah, war ein fast 20-jähriges. Heftig. Nächstes Jahr ist 20-jähriges Gründungsdatum. What the? Jubiläum. Ja, wie viel kommen denn hier noch? Sind wir nicht durch? Okay, doch, die restlichen Herc besiegen, dann haben wir es geschafft. Ja, das war's jetzt, oder? Alle weg, alle tot? Ich glaube, wir haben's. Sehr gut. Wo ist Dr. Bashir? Irgendwo da. Wir gehen einfach mal ganz nah am Computerkern vorbei. Sehr gut. Er ist fertig mit der Arbeit. Almost ready here. The system needs the physical samples of the cure for final analysis and processing. Shall I proceed? Ja, Heilmittel. Tun Sie es, Doktor. Hm.
Are you insane, Wayun? That was our last hope. How is this possible? You were in prison. I was liberated by those who still serve the truth. Ich hasse Wayun. Not everyone is a traitor to the Dominion, after all. There is only one traitor here, Wayun. It's time you paid the price for your treachery. Ja, bitte. No. You can't even kill someone properly. Allow me to instruct you. You, Jem'Hadar, make yourself useful. Kill them. Giving you an order. Open fire. Kill them now. I think not. Ja, bitte. Endlich, Wayun weg. Yes. Das wurde auch Zeit, ey. Das hat echt genervt. Ja, wie schade. Aber hallo, ey. Bashir to command. Everyone, we have a problem. Wer Deep Space Nine die Serie kennt, der weiß, wie nervig Wayun ist. Und jetzt ist er erledigt. Jawohl. Die Serie ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder so. Oder 15 Jahre alt. Endlich, 2021, Wayun ist besiegt. Ha, jetzt bin ich aber froh. Ja, man sollte sich ja nicht über den Tod von jemandem freuen, aber der war echt ätzend, der Typ. So, geschafft, aber er hat das Heilmittel zerstört. Na gut, müssen wir weiterkämpfen. Wir sind bereit, auf ihren Befehl hin in das Schiff zurückzubeamen. Na dann, müssen wir wohl wieder los. Ins Weltall. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Sehr schade. Was wieder für eine Wendung. Jetzt denkt man, die Herc gehören zu uns. Okay. Heilmittel nochmal, die Daten. Okay. Bestätigt, roter Alarm. Jo, dunkelrot. Ganz fieses Rot. Okay, der hält einiges aus. Wen killen wir denn jetzt als erstes? Ich glaube, der hier kriegen wir besser platt. Immer erst die Kleinen, ne? Ihr kennt das ja von den anderen Spielen. Ich glaube, ich hatte gerade das Megaschiff angegriffen. Zeit ist abgelaufen. Wir haben es gehalten. You're in quite a fix there, Odo. Brilliant observation, Quark. What do you want? Forgive my brother, Odo. We're here to help. The Ferengi Cavalry? I thought I'd seen everything. Ich habe auch, glaube ich, schon. The best is yet to come, Odo. Die Ferengi greifen an. Die Ferengis helfen mit. Well, Quark, we're waiting. Gefährliche Freunde? Where are they? Lose something, like your nerve, perhaps? Long ago, Takuvma, the Unforgettable, lit the beacon of Kalis to restore glory to the Empire. Today,
a new torchbearer. Worf, son of Moog, does the same. Worf is da. United, we now go to fight the enemy of our ancestors. Today, we will fight the Herc. I now hold the weapon they fear most. The sword of Kalus has been returned to us. Join me now in honorable combat. Show the Herc what it truly means to be Klingon. For Kalus, for the Empire, Kapla! Genau. Angriff der Klingonen jetzt hier. Die helfen mit. So ist es cool. Jetzt ist es, glaube ich, kein Problem mehr. Quark hat ja das Schwert geklaut im letzten Stream, habt ihr das gesehen? Und hat trotzdem die Klingonen glücklich gestimmt. Man dachte, das Schwert ist weg, aber er hat es dann doch wieder hintenrum an die Klingonen verkauft. Ihr kennt ja Quark. Dann räumen wir, glaube ich, den Rest noch weg, oder? Läuft. Noch 3 Sekunden die Herc abwehren. So, und jetzt die restlichen besiegen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es gleich. Gleich haben wir den Planet der Gründer beschützt. Und alles wird gut. Sogar die Klingonen helfen. Noch einer übrig? Oh, keiner mehr übrig. Das ist ja schade. Es war gerade so schön. Ups. Moment. Jetzt nochmal. Also, die Hercs sind besiegt. Der Planet Empresa oder so ist beschützt. Und hallo Noti! Huch, ist das lang her, dass ich dieses Game gespielt habe. Ja, dann hast du ja ganz viele Episoden und Stories verpasst. Dann hast du ja alles verpasst. Mittlerweile ist Discovery drin und alles Mögliche hier. Ja, und jetzt haben wir den Planeten beschützt. The arrival of the Klingons has given us more time in space, but the situation on the surface is dire. Herc's forces are breaking the Jem'Hadar defense lines. We need to do what we can to help. I'm beaming directly to the Great Link to aid my people. Okay, Odo geht runter zu den Gestaltwandler. Also dieses Glibberzeug, was er da auf dem Planeten gerade sieht, das sind alles, ne, diese hier. Das sind alles die Gründer. Das ist dieses Glibberzeug. Weil die können sich zu Menschen machen und so. Die können sich halt Gestalt wandeln. The time has come. The Herc mean to ravage everything in their path. We will not allow it. We will stand against them, as Kalus once stood. Defiant and proud. Fight well. And if need be, die well. Die well. Genau, die well. So sind die Klingonen. Sterbt gut. Beenden wir das. Aha. Jetzt können wir sogar auf dem Planeten der Gründer. Das wäre ja schon schön. Dyson-Sphäre war damals online. Okay, dann bist du längere Zeit nicht da gewesen. Ich zeig dir kurz, wo du dann hängst. Du hängst hier. So in den ersten Bereichen. Und danach kam der Delta-Quadrant, der ikonische Krieg, der Krieg von gestern, zukunftssicher, also sehr viel Zeitsachen. Dann kamen neue Grenzen und wir sind jetzt gerade bei Gamma-Quadrant. Das ist gerade das Letzte, was wir hier spielen. Und gleich geht's weiter mit Discovery, mit der neuen Serie, mit den neuen Stories.